Dich hat es schon immer interessiert, was die bekanntesten Videospielmythen sind und was es damit auf sich hat, ob es Herobrine wirklich gibt oder ob man Bigfoot in GTA San Andreas treffen kann oder ob man Lara Croft mit einem Cheat nackt machen kann. Tja, dann bist du hier genau richtig. Und vorab, was ich noch sagen wollte, die Platzierungen haben nichts damit zu tun, wie bekannt diese Videospielmythen sind. Weiter geht's nach dem Intro. Kommen wir zu Platz 1. Der wohl bekannteste Videospielmodus stammt aus dem Game Minecraft, was auch kein Wunder ist, da das meistverkaufteste Spiel ist. Außerdem kann man über Minecraft sagen, dass es das einzigste Game ist, was sich wirklich seit der Alpha am Leben hält und immer wieder für einen neuen Hype auslöst. Aber worum geht's genau in dem Mythos? Und zwar geht es in dem Mythos um den Spieler Herobrine. Der Mythos um Herobrine entstand schon in der Alpha, um genau zu sein im Jahre 2010. Wie entstand denn das Ganze? Naja, damals gab es nicht wirklich mehr Spielerwelten und viele Spieler trauten sich in die Einzelspielerwelt. Und irgendwie hat es da einen Spieler gegeben, der es geschafft hat, in einer Welt einen zweiten Spieler zu sehen. Und zwar gab es auf der damaligen Plattform 4chan diesen User, der das postete. Ich fasse diese Nachricht kurz zusammen und übersetze sie mal für euch. Der User schreibt, dass er eine Einzelspielerwelt erstellt hat, in der er einfach ganz normale Sachen gemacht hat, sowas wie Holzfarmen. Außerdem hat der User einen schlechten PC, weshalb man im Hintergrund einen Nebel sieht. Das liegt daran, dass die Render-Settings auf Low sind. Und wegen diesen Einstellungen hat er eine Gestalt in weiter Ferne gesehen. Er konnte es nicht genau identifizieren, ob es eine Kuh oder etwas anderes war, aber es hat ihm irgendwie etwas Angst gemacht. Außerdem hat er komische Sachen gesehen, sowas wie 2x2-Tunnel, die er selber nicht gebaut hat, oder irgendwelche Sandpyramiden über dem Meer. Aber der gruselige Part ist, dass 5 Minuten nachdem er diesen Post veröffentlicht hat, dieser Post gelöscht wurde und er eine Nachricht von einem User namens Herobrine bekommen hat, worin stand Stopp. Und einiger Zeit später gab es immer mehr User, die immer mehr von einem Herobrine behaupteten und immer wieder diese Pyramiden oder diese Tunnel gesehen haben. Aber wie wahrscheinlich ist denn dieser ganze Mythos und existiert er denn überhaupt? Ich habe darüber genauer nachgeforscht und naja, ich habe einen Post von Notch gefunden, wo er das Ganze bestätigt hat, dass das Ganze nie existiert hat, dass Herobrine nicht real ist und dass das Ganze nur eine erfundene Sache sei. Jetzt geht's los mit Nummer 2. Der nächste Videospielmythos spielt sich in GTA San Andreas ab, wo es die Theorie gibt, dass Bigfoot existiert. Bei diesem Mythos ist es genauso ähnlich wie bei Herobrine. Es gibt einige Spieler, die behaupten, dass sie ihn gesehen haben sollen, aber so wirklich in den Gamefiles gibt es ihn nicht. Aber es gibt zum Beispiel Orte, wo man ihn angeblich finden sollte. Die Besonderheit bei diesem Mythos ist es, dass du dich in GTA mit deinem Social Club Account anmelden kannst und dadurch eine Trophäe freischalten kannst. Diese Trophäe nennt sich 81 Jahre zu spät und dazu musst du 24 Stunden in den Wäldern von GTA San Andreas rumlaufen. Aber warum denkt denn jeder, dass Bigfoot in GTA San Andreas existiert? Ich meine, es gibt doch nirgendwo Beweise und es gibt immer verschiedene Bilder von ihm. Und irgendwie weiß niemand ganz genau, wie er sich verhält. Manche sagen, er ist gefährlich, manche sagen, du kannst gar nicht nahe kommen, manche sagen, er rennt doch weg. Und irgendwie, es gibt immer irgendwas Verschiedenes. Und naja, der Grund, warum viele Leute jahrelang an diesen Mythos geglaubt haben, liegt daran, dass sich Rockstar Games einmal bei vielen Mitarbeitern bedankt haben, sozusagen in den Credits, und dort fiel der Name Bigfoot. Aber irgendwie hat sich schnell herausgestellt, dass es einfach nur ein Spitzname für einen Mitarbeiter war. Außerdem bestätigt der Ersteller von Rockstar Games, dass es Bigfoot nicht gibt und er auch nicht in Real Life an ihn glaubt. Und somit kann man sagen, dass der Mythos eine Lüge ist. Und somit kommen wir zu Platz Nummer 3. Ja Leute, ihr habt richtig gelesen. Der nächste Mythos handelt sich darum, den Main Character nackt zu machen. Aber es ist nicht irgendein Main Character, es ist Lara Croft von Tomb Raider. Und der Mythos existiert seit 1997. Seit ungefähr dem Game Tomb Raider 2. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso sollten die Entwickler einen Cheat fürs Nacktsein einbauen? Und naja, die Community hat sich irgendwie seit Tomb Raider 1 gewünscht, dass man dafür einen Cheat hat. Wie gesagt, so auch getan, haben die Entwickler halt einen Cheat eingebaut. Nur irgendwie, guckt es euch einfach an, was passiert, wenn man den Cheat fürs Nacktsein eingibt. Ja, ihr habt richtig gesehen, der Charakter explodiert einfach und ja, da haben sich die Entwickler halt einfach einen Spaß erlaubt. Und damit kann man sagen, dass der Mythos falsch ist und somit kommen wir zu Platz Nummer 4. Ja Leute, der nächste Mythos spielt sich in der Nintendo-Welt ab, aber worum handelt es sich hier genau? Und zwar handelt es sich hier um den Charakter Donkey Kong. Donkey Kong ist ein großer, breiter Affe
Und naja, viele haben sich gewundert, warum er denn Donkey Kong heißt und nicht irgendwie anders, weil er ist ja ein Affe. Und deshalb kam die Theorie auf, dass Donkey Kong eigentlich Monkey Kong heißen soll, weil M steht ja für Monkey und das D könnten sie ja vertauscht haben mit einem Übersetzungsfehler. Aber nein, das Ganze stimmt nicht. Und zwar Donkey heißt übersetzt Esel. Esel steht halt einfach nur für die Sturheit des Affen, also von Donkey Kong. Und somit kann man sagen, dass die Theorie auch falsch ist. Platz Nummer 5. Der nächste Mythos spielt wieder in der Nintendo-Welt ab, um genauer zu sein in The Game Mario 64. Aber wieso genau heißt denn dieser Mythos L is real 2401? Naja, in Mario 64 ist es so, dass du nur als Mario spielen kannst und du da relativ alleine bist. Aber im Hinterhof von dem Prinzessinnenschloss findest du einen Grabstein von einem Stern, wo drauf steht L is real 2401. Zumindest behaupten das einige User, dass sie das rauslesen. Und weil dort L is real draufsteht und naja, dieses L steht ja für Luigi, den Bruder von Mario, haben sich einige Spieler gedacht, ob man den nicht irgendwie freischalten kann. Und dadurch ist ganz schnell die Theorie entstanden, dass man alle Münzen in Mario einsammelt und somit Luigi freischaltet. Und das Lustige bei diesem Mythos ist es, dass nach 20 Jahren endlich ein Leak herauskam, wo man dann wirklich Daten von Luigi gefunden hat, aber sie nur irgendwie in der Alpha-Version drin waren und irgendwie nie wirklich in dem Game. Also der Mythos ist fake und man konnte nie Luigi freischalten. Nummer 6. Und bei diesem Mythos müssen wir an eine Zeit zurückreisen, um genauer zu sein in die 1900er Jahre. Und zwar spielt sich dieser Mythos sogar schon auf den Spielautomaten ab. Yep, auf diesen Dinger. Aber das Besondere daran ist, dass du immer eine Münze reinwirfst und dann halt eine neue Runde spielst. Aber um neue Charakter freizuschalten, musst du bestimmte Sachen machen, sowas wie Kombos ausführen oder andere Sachen. Aber das Problem bei diesem Mythos ist, dass du etwas sehr Schwieriges machen musst und dadurch sind auch sehr viele Jugendliche wahrscheinlich insolvent gegangen. Und zwar musstest du so viele Münzen reinwerfen, bis du es schaffst, zwei Runden hintereinander nach einem bestimmten Level flawless zu besiegen. Heißt, ohne einen einzigen Schaden musst du den Gegner zerstören. Danach dreht dir der Gegner Reptile gegenüber, der Bruder sieht so aus, und da musst du ihn mit einer Fatality besiegen, das ist dann auch eine bestimmte Combo, und dadurch haltest du dann 10.000 Punkte frei. Und so blieb dieser Mythos lange Zeit unentdeckt, da es vermutlich fast niemand geschafft hat, bis dieses Game natürlich auf die Konsolen kam. Dann war es wiederum einfacher, weil du nicht immer wieder Münzen reinwerfen musstest, und naja, der Mythos ist gelüftet. Das Game ist real. Kommen wir zum letzten Mythos dieser Folge. Ich habe gehört, wenn du das Video likest, kriegst du einen größeren Schwanz. Bei diesem Gerücht wusste ich nicht ganz genau, ob ich das jetzt in das Video packen soll, weil es ja nicht wirklich ein Videospiel-Mythos ist, aber es auch irgendwie mit dem Zocken zu tun hat und daher habe ich den jetzt einfach hier reingepackt. Und zwar gab es damals den Mythos, dass der damalige irakische Diktator, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber Saddam Hussein, dass er mehrere PlayStation 2s nach Irak importierte, um die CPUs zu kopieren und damit Raketenleitsysteme zu bauen. Ja, ihr habt richtig gehört, Raketenleitsysteme. Schnell hat sich herausgestellt, dass das Ganze nur eine Lüge von der Presse war und man nur den Ruf der PlayStation 2 schädigen wollte. Und das war's dann auch mit meinem ersten Video zu Videospielmythen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ihr wisst, was ihr zu tun habt, liken, kommentieren, Abo dalassen, mit Freunden teilen, alles Mögliche. Und damit sehen wir uns nächste Woche wieder.